ich erst ein bisschen mehr Richtung Osten, nicht, dass wir gleich hier wieder so aufgeheizt werden. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge Planet Nomads. Wir fliegen jetzt erstmal in die Richtung von diesem Teleporter da. Und gucken, was wir da noch finden. Vielleicht gibt es ja da auch noch was Interessantes. Sollten wir jetzt nicht zu lange für brauchen, wegen der enormen Temperatur. Die uns ja jetzt schon ein bisschen Probleme wieder macht. Also nur kurz hinfliegen und gucken und wieder weg. Und dann direkt Richtung Süden wieder, Richtung Südosten, damit wir halt aus dieser heißen Gegend hier wegkommen. Wobei es ist ja schon wieder ein bisschen gefallen, die Temperatur. Kann aber daran liegen, dass es schon wieder Abend wird. Und im Augenblick zeigt er auch nicht an, dass wir irgendwelche Probleme haben. Also auf gut Deutsch bis 27, 28 Grad ist das in Ordnung. Die Probleme kriegen wir, wenn wir über 30 kommen. Ja, man sieht es schon da hinten. Würde ich sagen, fliegen wir mal da mittig zwischendurch und setzen wir da irgendwo hin. So. Brand behind, keine Ahnung. Das ist mir jetzt auch zu viel und zu umständlich, das zu lesen. Speicher da, Kristall haben wir gefunden und ja, und hier sollten wir auf jeden Fall nochmal so ein Ding bauen. So, davon hätten wir 4 Stück. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und wir brauchen das. My sensors show you are slightly thirsty. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier so ein Ding bauen. Raum anschließen, zack. Jawohl. So, dann wird das nochmal eben schnell. Batterie ist alle. Purkristall. Ja.
Gut. Oh oh, Strahlung. Ich muss hier weg. Ich halte mich wieder zu lange hier auf. Abbauen, nicht aufbauen. So. Und rein in den Flieger und weg hier. Richtung Südosten. Gesundheit steigt. Das ist ein gutes Zeichen. So, 25 Grad noch. So, Gesundheit ist bei 100%, Flüssigkeit noch bei 51, Essen ist bei 64 und Ausdauer bzw. Kraft bei 81, das sieht gut aus. Wir fliegen jetzt einfach mal ein Stück. Also ich sag's mal so, ich vermute, dass bei diesem SOS-Signal ein Schiff ist, was vielleicht repariert werden muss, was vielleicht betankt werden muss, also sprich bestimmte Ressourcen braucht, die wir dann sammeln müssen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir dafür eventuell noch andere Sachen bauen können. Landen da mal kurz. 27 Grad, schon wieder sehr warm. Aber wir landen hier trotzdem mal kurz und scannen hier mal. Wer weiß, wo wir dann das nächste... Ups, da sind diese Steinewerfer. Das ist nicht so gut. Von denen sollten wir erstmal ein Stück weg. Haben wir hier irgendwo was in der Nähe? Ne, hier können wir runter. Hier dürfte das mehr oder weniger ungefährlich sein. So, jetzt. Aktualisiert. Komm her, lass mich da durch. So, dann packen wir das, was wir jetzt hier noch haben, packen wir da erstmal wieder rein. Gut. Alles drin. Haben wir. Und dann haben wir eine ganze Ecke.
wo wir drüber müssen. Und deswegen würde ich mal sagen, setzen wir mal hier eine Reserve rein. Nicht, dass wir da mal lange fliegen, dann mit einmal im Wasser landen oder so. Ja, ich würde sagen, das ist wirklich ein recht großer Ozean oder ähnliches, also nicht nur ein See, sondern eine sehr große Wasserfläche. Grad, das sieht gut aus. Dann können wir mal ein bisschen so in die Richtung wieder fliegen. Gucken wir mal. Ja. Müssen natürlich dann irgendwann gucken, dass wir wieder was zu trinken kriegen. Was zu essen ist noch nicht so wichtig, aber was zu trinken. Wenn wir dann unter 40% kommen. Denn das könnte sein, dass wir hier ein bisschen länger unterwegs sind. Das hatten wir in diesem Spiel aber noch nicht, dass wir hier so eine riesen Wasserfläche hatten. Also zumindest in keinem meiner Let's Plays. Konnte eigentlich immer, ja, so knapp das andere Ufer sehen. Da zumindest, wenn man rumgeguckt hat, so an den Seiten, meine Insel oder so. Aber hier ist ja wirklich, wir sind jetzt einmal komplett rum und da war nichts mehr, gar nichts mehr. Wow. So, ich denke mal, wir können jetzt wirklich direkt Richtung Osten fliegen. Und sobald wir irgendwas finden, eine Insel oder so, sofort landen und erstmal wieder scannen, um zu sehen, wo dann eventuell was ist. Dunkel, es zieht was hoch. 24 Grad, das ist gut. Ah, da sehe ich was. Das sieht aus wie Bäume. Nutrition level dropping. Ja. Aha. 1,9 Kilometer, da können wir auf jeden Fall was essen, trinken und so weiter. 23 Grad sieht ja auch schon mal gut aus.
1,5 Kilometer. Wir sind immer noch über Wasser. Aber man sieht es ja jetzt schon hier vor uns, dass da Insel und so weiter ist. Nicht mal mehr 1000 Meter. Das scheint also eine recht kleine Insel zu sein hier. Oder irgendwas drauf ist. Jetzt 1,6 Meter über Grund. Also sobald wir irgendwo auf Land stoßen, dann stoßen wir aufs Land. Da setzen wir mich einfach auf. Genau. Good hydration secured. Das Ding erstmal hin. Und scannen. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt steht wieder alles. Gut. Ja, kleine Insel ist das. Wir sind aber von dem nicht mehr weit weg. Irgendwo was? Nee. Gut, geht's weiter. Da habe ich jetzt tatsächlich einen Baum gefällt. Das war so nicht geplant. Besonderes, also das kann weg, das kann weg, das kann auch weg. Hier haben wir ein Wrackteil. Eine Boje.
Okay, ist durchgefallen. Auch nicht schlecht. Ja, die Bugs gibt es also immer noch. Dass da irgendwas durch die Welt durchfällt. So. Ach, da haben wir auch noch was. Jo. Sehr schön. Dann fliegen wir einmal erstmal hoch. Und jetzt geht's Richtung Nordosten. Erst ein bisschen mehr Richtung Osten, nicht, dass wir gleich hier wieder so aufgeheizt werden. Ja, das passt aber. Ja, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.